Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karuzuno mit Let's Play Lone Survivor. So, wir legen gleich weiter los. Ich wollte gerade noch was essen, weil Robert hat immer noch Hunger. Wir machen jetzt erstmal Kaffee. Ich brauche Wasser. Wo kriegen wir Wasser her? Verdammt. Ja, Milch. Der hat Hunger, verdammt. Nein, keine Milch trinken. Esse ein paar Cracker. Ja, ja, trocken, ich weiß. Esse auch ein paar. Ja, ja, wir wissen, es schmeckt nicht. Aber hallo. Wer tut denn hier schon jetzt sich beschweren, wenn er wenigstens irgendetwas zu essen kriegt? Man isst das, was auf den Tisch kommt, so muss sein. Was? Er fühlt sich krank? Verdammt. Wie fühlt sich jetzt krank? Willst du eine Nacht drüber schlafen? Also, das mache ich immer. Na, komm, wir schlafen einfach eine Nacht drüber. Ja, schlafe. Komm, du bist jetzt mehr krank. Ist er noch krank? Blinkt der Bildschirm noch? Was war nicht ganz so gut? Er blinkt noch leicht, verdammt. Verdammte Scheiße, warum bist du jetzt krank auf einmal? Ich trinke. Schlecht. Boah, Junge. Ich bringe gerade den Charakter um. Wir sollten, glaube ich, so ein, zwei Tage drüber schlafen. So bei so Lebensmittelvergiftung, so ist Schlafen immer das Beste, habe ich mir so sagen lassen. So in meinem Gedanken gerade. Am besten vor allem sterben. Ich bin extrem schlecht im Survival, wie man sieht. So, mich sollte ich ja nicht zum Zombie-Apokalypse mitnehmen. Während es um Zombies töten geht, da bin ich immer für, also dabei. Tolktu, kann mit dir reden? Hallo Kätzchen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen krank und blutend auf unser Adventure. Gibt doch ein bisschen Atmosphäre, wenn der bestimmt so schön rot ist. Das hat doch was. Wir können den Spiegel nutzen, nicht Idiot. Ja, ja, zu Hause schon wieder. Du warst vor 2 Sekunden erst drinne. So, guck tief hinein. Oh ja, dieser Staub vom Spiegel, der Telepathie. Irgendwas mit Tele. Fähigkeiten. Batterien behalten wir noch. Haben wir sowieso noch eine? Komm, erst ein paar Cracker. Trocken. Aber die haben leicht geholfen, glaube ich. Das Blöde ist, weil der Bildschirm jetzt rot wird immer. Sehe ich nicht mehr so ordentlich hier. Jetzt muss ich die Lampe anmachen. Das hat rausgeführt. Da lang geht's zur Elektrizität, sagt das Ding. Was war hier? Hier waren wir noch nicht. Hallöchen, ich darf keinen Schlag abkriegen. Tötet mich nicht. 2, 3, 5, 6, Spider-Man, 8, 9, 10 nachladen. Oh, ich bin tot. Instant tot. Verdammte Scheiße. Die Spider-Mans. Und der Bildschirm ist so schön. Ja, schönes Wallpaper habe ich jetzt. Nein, okay. Ja, X zum Restarten. Was? Ganz von vorn? Nein. Continue. Wo wachen wir jetzt auf? An welcher Stelle? Bitte. Tag 14, das ist einige Tage her, glaube ich. 4 Tage, glaube ich. Oh, verdammt. Wir sind immer noch krank. Ich muss die Krankheit loswerden. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie wird meine Krankheit los? Wir schlafen nochmal drüber. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, ernsthaft. Ich habe keine Idee, wie ich gesund werde in dem Spiel gerade. Warte mal, ich habe vorhin was zu trinken aufgehoben. Wo ist das hin? Ich hatte vorhin irgendwie eine Cola oder so aufgehoben, das wisst ihr. Das habt ihr gesehen. Wo ist meine Cola? Wir haben so viele verdammte alte Seiten. Ich kann mir so keinen Hit erlauben. Warte mal, hat er was zum Verkauf? Ja. Der Direktor, ich hab nichts Spezielles, schade. Alle Frequenz. Das ist das Haustunnel. We're coming for you. Down below. Südtunnel. Unter uns. Südtunnel, Südtunnel. Warte mal, unter uns? Der Südtunnel. Ich hab keine Ahnung. Da? War das Freizeichen? Ist das zweite? Oh Gott, ich bin so ratlos in diesem Spiel. Aber ernsthaft. Ja, guck tief hinein. Wieder schön den Staub wegwischen mit der Nase, damit du denkst, dass du wegteleportiert wirst. Das wird jetzt ein harter Klopper. Oh,
gerade Munition. Haben wir überhaupt noch welche? 10 Schuss. Hallo. Spring nicht hoch, spring nicht hoch. Oh, fuck. So viel. So viel. Ah, ich bin tot. Ich mach kurz einen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt kurz den Ladescreen zu übersprungen, damit ihr das nicht nochmal sehen müsstet. Und wow, uns geht's jetzt noch schlimmer als vorher. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach 20 Milliarden Tage drüber schlafen, weil ich habe nichts aus mich rein kann und ich möchte diesen verdammten Schinken nicht verschwenden. So wunderschöne Schinken. Aber ich dachte, hat glaube ich gerade ein bisschen geholfen, es blinkt weniger. Komm, wir probieren jetzt noch einmal zu schlafen und wenn es dann nicht besser wird, dann muss ich den Schinken opfern. So leid es mir tut. Okay, es geht dir nicht wirklich besser, sagt er. Bitte hab was zu verkaufen. Bitte, bitte, bitte. Der Direktor, sei mein Helfer. Verdammt. Okay. Wir brauchen den Schinken. Ah, er muss es. Er muss es kochen. Er wird sich roh essen, okay. Wir haben alles in der Küche vorbereitet, Junge. Dein Leben wird hilfreich sein. So, Leute, willkommen in der Kochshow. Wir werden jetzt einen Schinken kochen. Oh nein, er hat ja keinen Topf. Nein. Cracker. Kombiniere Käsecracker. Ja, du hast Käsecracker. Ich weiß, ob du jetzt von denen stirbst, weil du davon schon so viel gegessen hast. Zum Glück hat er das Käse. Also, zum letztendlich meint er. Und irgendwie geht es uns immer noch nicht besser. Ich sehe nur den Tod inzwischen vor unseren Augen noch. Wir sind am Sterben, Leute. Definitiv. Ich brauche irgendetwas, was nicht heilen kann. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, unten im Keller etwas zu finden, was uns heilen kann, wie eine Cola oder ähnliches. Das ist der einzigste Ausweg, den wir jetzt noch haben. Ist mein Mikrofon an? Okay, ich hatte gerade echt Angst, dass ich das gerade ausgemacht habe. So, hier haben wir alles geklärt, das heißt, wir können hier beruhigt durchlaufen. Was war das? Achso, das ist ein Schild. Tür. Oh, kurz. Oh, dieses Beben. Was war hier? Ach ja, verschlossen. Was war hier? Verrostet. Verrostet. Ein Durchgang. Hier war die Schlucht. Wir brauchen Schlüssel. Zurück können wir auch nicht. Also irgendwie sieht es immer schlechter für unseren Charakter aus. Also ich habe inzwischen keine Hoffnung mehr, dass der überleben wird. Also, Zombie-Apokalypse gefailt. Können wir kein Häkchen, sondern ein Kreuz machen. Was ist hier? Ah, auch verschlossen. Warum ist alles verschlossen heutzutage? Das verdammte Beben. Ich auch? Ne, hier kommen wir her, ne? Ja. Yep. Können wir das hier nicht irgendwie aufmachen? Scheren. Ach, komm schon. Los. Mann. Komm schon. Du kannst doch diese blöden Wehen einfach wegschneiden, oder? Haben wir irgendetwas? Flair? Wonder how these creatures will... Oh! Stimmt! Ja, ich habe die noch gar nicht getestet. Vielleicht tut die ja weglocken, die Viecher. So. Ah, toll. Leg's genau dahin. Warte jetzt. Ja. Ich bin zu langsam, Leute. Ich bin zu langsam und ich war jetzt so konzentriert darauf, das zu schaffen, dass ich gestorben bin. Deswegen nichts gesagt habe, es tut mir leid. Schlimm. Die Tage heute. So, mal sehen, an welchem Tag jetzt aufwachen. Ob wir am 14. aufwachen oder jetzt am 20. oder 19. Ich glaube 19. da müsste es jetzt sein. 18. wieder, okay. Uns geht es immer noch nicht viel besser. Das ist echt eine Plage. Das ist krass, dass wir uns in Krankheit zuziehen jetzt zu so einem schlechten Punkt im Spiel. Aber, okay, der sperrt uns verraten, dadurch, dass ich mir anguckt habe, endlich mal die scheiß Flares, also die Signallichter, dass wahrscheinlich die Monster Angst oder so vor denen haben. Deswegen, wir müssen jetzt nur schnell sein. Das ist jetzt alles noch was mit. Wow, dunkel. Okay. Hier aber das Loch. So, wir legen uns mal schon mal die Flares bereit auf den Schalter. Wo sind die Flares? Da. So, wenn ich jetzt da hoch mache, sind sofort Flares da, okay. X und dann einfach noch. Ah, mach. Sie haben Angst davor. Awesome.
einen Weg zu überleben. Ich kann ihn vorbeilaufen einfach. Oh, ich verschwinde Schüsse. Run like a motherfucker. Was ist hier drin? Kein Fieke. Was zur Hölle ist das? Guck dir wackeln das Ding an. Heilige Mutter! Hat das Monster das getan? Ist da etwas in dem Ding drin? Ich möchte nicht wirklich drin. Was? Ich möchte nicht wirklich hier lang genug drin sein, um rauszufinden, was es ist. Holy Mother, bla bla bla. Bla. Raufschießen, wie ist damit? Wie wär's mit. Wo ist unsere Schere? Ich lasse gerade so ein paar verrückte Fantasien durch meinen Kopf gehen. Cut. Ah, okay, er möchte das nicht. Wir gehen einfach wieder. Shit. Geh durch. Was haben wir hier? Wo bin ich? Bin ich im Himmel? Nein, leider nicht. Zu rot für den Himmel. No, Expresso, was will ich mit dir? Verschwinde aus meinen Augen. Ich habe kein Wasser. Was ist hier? Oh, und sie ist verrostet und wir kommen nicht rein. Wer hätte es gedacht, Leute? Warte, nachladen. Ich habe vorhin ganz viel Schiss verbraucht. Falls jetzt ein Monster kommt, das schaffen wir. Wenn es nicht schaffen wir. Wir legen mal kurz die Flares bereit. Schnell, aber ich höre Schritte. Ich höre Schritte, beeil dich. So. Was ist hier? Hallo? Wie viele sind es? Das sind zu viele. Nein, du stirbst, Oh, ich bin so schlecht im Reagieren. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Wir stehen direkt vor dem Loch, wo die Monster drin sind. Wir gehen rein. Ich habe die Flares, glaube ich, bereitgelegt. Habe ich. So. Lampe. Muss nur schnell sein. Anzünden, anzünden. Oh ja. Oh ja. So geht das. Dann guck es dir an. Guck dir das rote Licht an. Los, dance up. Hier. Dance Party. Oh, dancing. Yeah. Oh man, eure Moves. Jetzt drauf. So. So viel zur Zombie-Apokalypse. Und Gefahr. Hier drüben hatten wir noch ein paar Zombies. Oh Gott, da muss ich nur wieder reagieren können. Hallo? Anzünden, anzünden. Ja, und Dance Party again, Leute. Oh Gott, hier ist ein riesiges Loch. Wie erst hier rein? Oh nein, schaffe ich nicht. Schaffe. Da liegt Munition. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier weiter in 30 Jahren nur am Failen bin, beende ich jetzt hier erstmal den Part. Ich bin Yano Karutsuno. Das ist Let's Fail Lone Survivor für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit viel mehr Erfolg und nicht purem Yano Failure. Bis dahin und tschüss.